hatte heute überlegt, worüber ich heute Abend sprechen werde. Es liegen nämlich zwei Themen besonders nah. Zum einen ist es Navaratri, die 9 Tage zur Verehrung der göttlichen Mutter. Jürgen, kannst du gerade Licht anbieten? Und zum zweiten ist ein großes Seminar hier, was 2-jährige Yogalehrerausbildung, 160 Teilnehmer aus vielleicht 10 verschiedenen Zentren und Abschlusswochenende, heute Schweigetag, und der Schweigetag ist Vedanta, also würde dafür ein Vedanta-Vortrag passen. Ich habe gedacht, ich verbinde vielleicht beides, in der Hoffnung, dass wir so etwas das Bhakti ansprechen und nachher das Jnana. Navaratri, 9 Tage zur Verehrung der göttlichen Mutter. Wir haben wunderschöne Kirtans zur göttlichen Mutter heute auch gesungen oder gehört. Sie waren so schön, dass wir einfach nur größtenteils gelauscht haben und das auf uns wirken lassen haben. Und dabei wird auch besonders die Devi Mahatmyam rezitiert. Da wurden ja auch ein paar Verse gelesen insgesamt oder gesungen, 700 Verse. Und die Devi Mahatmyam wird auch vollständig rezitiert. Um 19 Uhr haben wir jeden Abend Puja im Homa-Raum. Einige der Anwesenden waren mindestens bei der einen oder anderen Puja schon anwesend. Und dort gibt es eine große Rahmengeschichte und ein paar kleine Geschichten. Und ich will die nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben Donnerstag da war, habe ich die Rahmengeschichte etwas ausführlicher und die erste Geschichte erzählt. Und dann kommen wir dann zum Schluss, auch noch zum Schluss der Geschichte, und da spielt dann Vedanta eine besondere Rolle. Also es gibt die Geschichte, ein König hat sein Königreich verloren, weil es eine Palastrevolution gab, und sie haben den König vertrieben und er muss das Königreich verlassen. Der König war aber ein spiritueller Mensch und er dachte dann, wenn ich schon nicht mehr meinen Pflichten nachkommen kann, weil es rausgeworfen wurde, gut, umso besser, dann gehe ich in Ashram, meditiere, mache Asanas, Pranayama, gehe zu einem großen Rishi, lerne dort, wachse dort und werde schließlich die Selbstverwirklichung erreichen. Da traf er einen Kaufmann und der hat ein ähnliches Schicksal gehabt. Er wurde von seinen eigenen Kindern beraubt letztlich und ist weggeschickt worden, verjagt worden, die haben das Familiengeschäft übernommen und jetzt war auch ein spiritueller Mensch, gut, wenn meine Kinder mich nicht mehr brauchen, dann gehe ich halt in Ashram und meditiere. Jetzt waren die beiden im Ashram und haben versucht zu meditieren und anstatt, dass sie jetzt endlich meditieren konnten, wie sie ja seit Jahrzehnten immer gedacht haben, ja, irgendwann, wenn die Pflichten vorbei sind, dann werden wir richtig meditieren. Woran haben sie gedacht, statt zu meditieren? An zu Hause und ob die Minister das alles richtig machen, ob das Königreich richtig regiert, ob der Staatsschatz verpulvert wird, ob die Kinder alles richtig machen, ob sie vielleicht das Familienvermögen kaputt mal gehen lassen. Und so Mischung zwischen Besorgtheit und Ärger und Verlassenheit und Depression, ob sie doch vielleicht doch falsch gemacht haben, vielleicht hätten sie und so weiter. Also chaotische Emotionen, statt dort zu sitzen und sagen, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman. Sie konnten das nicht verstehen, so viel sie versuchten zu meditieren, sie konnten ihren Geist nicht von zu Hause wegnehmen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch hier so, ist ja denkbar. Und zwar die Mehrheit ist nicht von zu Hause vertrieben worden, hat auch kein Königreich verloren. Aber manche sind wenigstens die Woche hierher gegangen und versuchen hier zu meditieren. Morgens, mittags, abends, ne? Und Asanas und Pranayama. Und manche haben schöne Erfahrungen gehabt und manche haben festgestellt, doch Gedanken. Gut, so sind die beiden zum Rishi gegangen, zu dem großen Meister und sagten, oh Rishi, sag uns, warum ist das so? Warum können wir jetzt nicht meditieren? Da sagte der Rishi, das ist die göttliche Mutter, Durga, Devi. Sie manifestiert sich in allen Menschen, sowohl als Wunsch nach Befreiung, als auch als Verhaftung. Sie manifestiert sich als Shanti, als Frieden, aber auch als Ärger, als Zorn. Sie manifestiert sich in allen Wesen, sowohl als Großzügigkeit, als auch als Gier.
Die göttliche Mutter ist überall und kein Mensch kann die Befreiung erreichen, allein durch seine eigene Kraft. Es gilt, die göttliche Gnade zu haben. Vaishya und Raja fragten, ja, erzähl uns mehr, wer ist überhaupt diese göttliche Mutter, was ist die? Der Vaishya, also der Kaufmann, und der Raja, der König, die waren jetzt nicht in einem philosophischen Gemütszustand, also so konnte der Rishi ihn nicht mit Vedanta kommen. Stattdessen erzählt er ihnen mehrere Geschichten. In der ersten Geschichte, die am Donnerstag da waren, erinnern sich vermutlich, in der ersten Geschichte war zu Beginn der Schöpfung, Vishnu schuf erst und ließ Brahma aus seinem Nabel entstehen und Brahma begann die Welt zu schaffen. Und dann dachte Vishnu, ja, kann ich mich ja ausruhen, legte sich hin. Und Yoga Maya kam als Yoga Nidra, als yogischer Schlaf. Und Vishnu schlief. Aus seinen Ohren kam Ohrenschmalz. Und aus dem Ohrenschmalz kamen zwei Dämonen, Madhu und Kaitaba. Und diese beiden Dämonen dachten, ja, eine schöne Schöpfung, die kann man jetzt zerstören. Brahma, der Schöpfer, dachte, nee, das geht nicht. Also kämpften Madhu und Kaitaba mit Brahma während vieler Jahrtausende. Und keiner konnte gewinnen. Schließlich sagte Brahma, o Devi, göttliche Mutter, bitte hilf mir. Diese Dämonen werde ich nicht besiegen können, sie werden bald das ganze Universum ruinieren. Bitte, hilf. Dann gibt es eine lange Hymne, wo Brahma die göttliche Mutter verehrt. Und Brahma sagt insbesondere, bitte verlass doch den Vishnu, dass der Vishnu Kraft hat. Gut, und so verließ die Devi in der Gestalt von Yoga Nidra Vishnu. Vishnu konnte dann kämpfen gegen die Dämonen und besiegte die Dämonen und deshalb gibt es die Welt weiterhin. Ob das gut ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber da es eine göttliche Schöpfung ist, gehen wir davon aus, es ist gut. Zweite Geschichte. Wieder gab es einen Dämon. Einen Dämon namens Mahishasura, der Büffeldämon. Und der war ganz besonders stark. Der konnte nämlich verschiedenste Gestalten annehmen. Und der vertrieb die Devas, die Engelswesen aus dem Himmel und tyrannisierte die ganze Erde. Und er machte ein riesen Tyrannenregime dort. Und immer wieder versuchten die Devas gegen den Asura zu kämpfen. Und sie verloren immer. Schließlich, als sie nicht mehr weiter wussten, dachten sie, da müssen wir uns an die göttliche Mutter wenden. Zuerst gingen sie aber zu Brahma und Brahma, den Schöpfer, der sagt, ja, tut mir leid, kann ich auch nichts machen. Mahishasura zu stark. Geh doch mal zu Vishnu. Gingen sie zu Vishnu, sagen, oh Vishnu, bitte hilf uns, wir schaffen das nicht allein. Sagte Vishnu, oh je, kann ich auch nichts machen, der ist zu stark. Geh doch mal zu Shiva. Gingen sie zu Shiva, sagten, oh Shiva, bitte hilf uns. Sagte Shiva, weiß ich auch nicht weiter. Muss die göttliche Mutter kommen. Jetzt haben sie überlegt, wie können wir zur göttlichen Mutter? Wie kriegen wir sie, dass sie uns erscheint? Und während sie überlegten und nicht weiter wussten und die Dämonen weiter kämpften und immer weiter tyrannisierten, plötzlich überkamen sie alle ein heiliger Zorn. Alle Devas wurden ärgerlich. Brahma, Vishnu und Shiva wurden ärgerlich. Alle wurden furchtbar ärgerlich. Und aus dem gesammelten Ärger entstand ein großes Feuer. Und in diesem Feuer manifestierte sich Durga. Durga, reitend auf einem Tiger, beziehungsweise dort in der Geschichte auf einem Löwen. Und gerade jetzt keine Durga mehr hier, weil sie alle durch Lakshmi ersetzt worden sind. Also Durga reitend auf einem Tiger mit Waffen. Und sie kämpfte jetzt gegen Mahishasura. Und schließlich, um die Geschichte kurz zu machen, sie gewann. Und die Dämonen wurden besiegt. Die erste Geschichte war ja die Geschichte von Yoga Nidra, Schlaf über Vishnu. Und das symbolisiert zum einen
Ein spiritueller Aspirant hat manchmal eine Neigung, sehr meditativ sein zu wollen. Und wenn wir dann zu meditativ sind, dann kann es passieren, dass in unserer Umgebung alle möglichen Dämonen geschehen. Und dann merken wir das gar nicht. Und dann muss irgendwie die göttliche Mutter kommen und uns aufwecken. Und wenn wir Glück haben, merken wir das selbst und bitten die göttliche Mutter. Manchmal merken wir das auch. Ich bin viel, ein bisschen meditativ geworden. Da geht so viel schief in meiner Umgebung. Und ich will eigentlich nur meditieren. Und dann müssen wir zur göttlichen Mutter beten und sagen, oh göttliche Mutter, gib mir die Kraft, dass ich mal was tue. Nicht nur einfach so in Yoga Nidra so rumliege oder sitze. In gewisser Weise, manche Menschen haben auch eine tamasige Spiritualität. Tamas irgendwo trägt. Das heißt, sie nutzen Spiritualität als Ausrede, um nicht richtig was zu tun. Und irgendwie ist es ja auch schön, so die tiefen Entspannungen, sanft durch die Gegend zu schreiten, ruhig zu sein und die anderen die Arbeit tun lassen. Gut, und dann muss irgendwann die Devi kommen und uns aufwecken. Es gibt noch viele andere Bedeutungen. Die zweite Geschichte ist Geschichte von Mahishasura. Manchmal müssen wir, hilft es auch, sich selbst mal über etwas aufzuregen. Zwar, es heißt im universellen Gebet, befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn. Und es gilt, den Zorn zu überwinden. Aber der Zorn hat auch seine eigene Funktion. Wenn man nämlich feststellt, und letztlich die Dämonen symbolisieren ja sowohl innerlich die unguten Kräfte, wie auch äußerlich, was irgendwo schief geht und was nicht richtig geht. Und manchmal ist es gut, dass man das merkt. Und manchmal ist es auch gut, irgendwo den Ärger, gerechten Zorn zum Ausdruck zu bringen. Das heißt jetzt nicht, dass man deshalb gewalttätig werden soll, aber manchmal, wenn man den Zorn irgendwo zu sehr unterdrückt, wundert man sich nachher, dass man in der Depression ist. Also es ist irgendeine Lebendigkeit, die dort auch ist, und aus der heraus dann auch etwas Gutes entstehen kann. Und so, wenn wir das dann kanalisieren, dann entsteht, in dem Fall haben jetzt nicht mehr die Devas selbst auf die Asuras eingeprügelt, sondern sie haben diesen Zorn gehabt, aus dem Zorn Hingabe zur göttlichen Mutter, und dann mit dieser Verzögerung kam dann das, was richtig ist, um die Negativitäten zu beseitigen. Im individuellen Sadhana kann das zum Beispiel heißen, dass man irgendwann morgens den Wecker gestellt hat, oder beziehungsweise abends gestellt. Morgens wacht man auf den Wecker auf und nimmt sich vor, nochmal 5 Minuten länger zu schlafen. Eine Stunde später wacht man auf und dann überkommt einen der heilige Zorn. Und innerhalb von 2 Minuten ist man angezogen und sitzt und meditiert. Dann hat er seine Funktion gehabt. Oder man stellt fest, irgendwie 200 unbeantwortete E-Mails und stellt, so geht's nicht weiter, ich muss jetzt was tun. Gut. Und dann überkommt es einen und dann beantwortet wenigstens die Hälfte. Versteht ihr? Also, das ist auch noch. Dann das nächste ist aber, zum Schluss sind die Devas natürlich sehr dankbar. Dann gibt es eine lange Hymne, wo die Devas die Göttin verehren und die göttliche Mutter. Und sie verehren sie und die göttliche Mutter erscheint ihnen und sagt, ja, gibt es noch was ihr braucht? Und dann sagen die Devas, nein, wir haben alles, was wir brauchen. Durch deine Gnade ist jetzt, sind die Dämonen überwunden und danke dir. Dann sagt die göttliche Mutter, okay, wann immer ihr mich braucht, betet zu mir, ruft mich an, dann werde ich kommen. Da steckt dann auch wieder mehrere Lektionen dahinter. Zum einen, oft hat man eine Neigung, wenn wir irgendwas bekommen haben, was wollen wir dann? Mehr. Mehr. Will mehr. Ich wollte gerade sagen,
soll als Kind auch so jemand gewesen sein. Mehr, mehr. Und so sind wir oft diese Kinder geblieben. Mehr, wir wollen mehr. Die Devas aber waren klug und hatten gesagt, danke dir. Und haben die göttliche Mutter weiter gepriesen. Und so hat die göttliche Mutter ein Versprechen abgegeben. Wann immer ihr oder irgendjemand in Not ist, etwas braucht, ruft mich an, ich werde euch helfen. Neues Zeitalter, neue Dämonen. Wiederum kämpften gegen die Devas, besiegten die Devas, warfen sie aus dem Himmel, versklavten die Erde und die Devas versuchten wieder und wieder zu gewinnen, aber sie schafften es nicht. Sie erinnerten sich an die göttliche Mutter und sie beteten zur göttlichen Mutter. Und wiederum gibt es einen langen Anrufungsvers zur Verehrung der göttlichen Mutter. Ein ganzes Kapitel, wunderschön. Und als die göttliche Mutter das hörte, schließlich erschien sie diesmal in der Gestalt einer wunderschönen Frau. Mit wunderschönen Haaren, mit einer reinen Haut, einem wunderschönen Lächeln, einen Blick, der die Herzen zum Schmelzen brachte. Diese Gattin wurde gesehen von den Boten der beiden Chefdämonen, Shumba und Nishumba. Und die beiden gingen, die Boten gingen zu Shumba und Nishumba und sagten, ihr habt die größten Reichtümer angehäuft, ihr habt Indras Elefant, ihr habt den Sonnenschirm von Vayu, ihr habt die tollsten Geschmeide, den besten Palast, die großartigen Musiker, aber die schönste Frau der Welt, die gehört euch nicht. Daraufhin sagten Shumba und Nishumba, dem muss Abhilfe geschaffen werden. Und sie sandten einen Boten und sagten, ja, geh zu dieser schönen Frau und sage ihr, Shumba und Nishumba, die Herren dieses Universums wollen dich heiraten. Komme und wähle dir einen von beiden aus. Die Boten kamen zu dieser Devi und sagten, Shumba und Nishumba, die Herren dieses Universums wollen dich zur Frau. Geh und komm und suche dir einen von beiden aus. Die Devi sagte, ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass die Herren dieses Universums mich heiraten wollen. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich habe irgendwann mal so ein Gelübde abgelegt, ich werde nur den heiraten, der mich im Kampf besiegt. Geh und sag deinen beiden Herren, sie mögen hierher kommen und mit mir kämpfen und wer mich besiegt, den werde ich gerne heiraten. Sagten die Boten, du bist eine schwache Frau. Die beiden haben selbst Indra, den Herrn des Himmels, besiegt. Wie kannst du dir das annehmen? Sagte die, ja, vielleicht ist das ganz dumm. Aber nichtsdestotrotz, es geht nicht anders. Die beiden Boten gingen zurück zu Shumba und Nishumba. Die beiden ärgerten sich maßlos und sie riefen einen Dämonengeneral, Dumralochana, und sagt, geht zu dieser Devi und schleift sie an den Haaren hierher. Und Dumralochana kam hin und sagt, mit einer Riesenheer, ich glaube 100.000 sollen es gewesen sein. Ganz sicher waren sie sich doch nicht, dass sie, meine schöne Frau, braucht 100.000 Dämonen. Und Dumralochana sagt, Shumba und Nishumba, die Herren dieses Universums wollen dich heiraten. Bitte komm hierher, stell dich nicht so an, sei nicht so zickig. Ich will dir ja nichts tun. Devi sagte, ja, was kann ich tun wegen meinem dummen Gelübde, das ich mal abgelegt habe. Sag den beiden, sie sollen selbst herkommen. Sagte Dumralochana, wenn du nicht freiwillig kommst, muss ich dich zwingen und notfalls an den Haaren herbeiziehen. Sagte Devi, ja, tu,
deine Pflicht, ich muss meine tun. Dumralochana wollte sie an den Haaren nehmen. Devi sagte, hum! Und die ganze Armee zerfiel in Asche. Und die paar, die übrig blieben, mit denen kämpfte noch der Löwe, der Devi. Das ist jetzt keine gewaltlose Kommunikation hier. So, einiges zu lernen dort. Jedenfalls, ein paar konnten noch entkommen und rannten zu Shumbani. Shumbani erzählten das Ganze. Shumbani ärgerten sich maßlos und schickten dann Chanda und Munda. Die beiden sollen jetzt kommen. Und Chanda und Munda mit einem riesen Heer, nicht mal 100.000, sondern 400.000, um eine Frau gefangen zu nehmen. Nur um zu heiraten, ja. Eine Frau, die sie noch nicht mal gesehen hatten. Sie war noch nicht mal verliebt, es war nur eine Frage des Ruhmes. Also, die kamen dorthin und die Devi, die lächelte und fing an schallend zu lachen. Und aus ihrem schallenden Lachen heraus manifestierte sich Kali. Die Kali kam aus der Haut von Durga, die schwarze Göttin, mit einem Schwert in der Hand, fast unbekleidet, in älteren Darstellungen vollkommen unbekleidet. Und später hat sie dann eine Kette von Dämonenköpfen und einen Rock von abgeschlagenen Armen dort. Und Kali machte furchtbare Laute und alles erschrak tief im Mark und Bein erschüttert. Und die Kali ging und besiegte Chanda und Munda und bekam deshalb den Namen Chamundi oder wurde auch genannt Chamundeshwari, diejenige, die Chanda und Munda besiegt hatte. Und Chanda und Munda steht plötzlich für die Dualität. Und dann sagte noch Kali, ich habe dir jetzt diese beiden Dämonen besiegt, O Durga, jetzt bist du dran. Jetzt kamen die wenigen, die das Ganze überlebt hatten, von den Dämonen, gingen zu Shumba und Nishumba und erzählten das. Und Shumba sagt und Nishumba sagt, ja, jetzt wird es Zeit, dass wir selbst losgehen. Und als dann jetzt dieses Riesenheer von Millionen von Dämonen dort kam und sahen die Devas das, und dann dachten die, so ganz allein können wir jetzt die Devi auch nicht lassen. Aber als sie das gesehen hatten, haben sie trotzdem mit der Angst zu tun gekriegt, dieses Riesendämonenheer. Und so haben sie gedacht, sie projizieren aus sich selbst jeweils eine Göttin. So kam aus Shiva Shivani, aus Vishnu Vaishnavi, aus Indra Indrani, aus Varuna Varunani, aus Brahma kam Brahmani und so einige werden noch aufgezählt. Jedenfalls gab es dann plötzlich eine ganze Menge von Göttinnen. Waren zwar immer noch nur mehrere Dutzend oder hundert, aber immerhin im Vergleich zu den paar Millionen. Aber das Verhältnis war schon besser als 1 zu ein paar hunderttausend. Gut, jetzt die Devis kämpften gegen die Dämonen und es schien eigenartigerweise so, als ob die Devis gewinnen würden. Und dann gab es einen Raktabija, der wurde gerufen. Das war ein Dämon, der, wenn ein Tropfen Blut auf die Erde fiel, dann entstand daraus ein neuer Raktabija. Und so kamen plötzlich hunderte, tausende, Millionen von Raktabijas. Und so rief Durga die Kali an und sagte, O Kali, breite deine Zunge aus und verschlucke alle Raktabijas.
Und so breitete die Kali ihre Zunge aus, kein Bluttropfen fiel mehr auf die Erde, Kali verschluckte alle Ragdabijas. Die Devis besiegten alle Dämonen einen nach dem anderen, zum Schluss blieb nur noch Shumbha übrig. Und jetzt waren ein paar hundert Devis, Göttinnen, aber nur ein Dämon. Sagte der Dämon, das ist unfair. Ich bin einer und ihr seid viele. Dann sagte die Devi, Ekoham, ich allein bin. Es gibt nicht viele. In diesem ganzen Universum gibt es nur mich. Ekoham, ich allein existiere. Anstatt das zu verstehen, sagte Shumbha, dann lasst uns alleine kämpfen. Und alle Göttinnen verschmolzen mit der einen Göttin, die jetzt die Gestalt von Durga annahm. Natürlich, die beiden kämpften und Durga gewann. Die Devas waren natürlich sehr glücklich und sie priesen die Devi in vielen Worten. Das sind jetzt über ein Kapitel. Das ist dann das berühmte Narayani Namostute Om Sarvamangala Mangalye Shive Savata Sadike Sharanye Trembake Gauri Narayani Namostute Sharanagaradinata Paritrana Parayane Sarvasyati Hare Devi Narayani Namostute. Die ganze Narayani Stuti, das ist ein ganzes halbes Kapitel aus einem der Kapitel der Devi Mahatmyam. Und wiederum erschien die Devi den Göttern, den Devas, wollt ihr etwas? Dann sagten die Götter, wir haben alles, was wir brauchen. Und daraufhin sagte die Devi, ja, im künftigen Zeitalter werde ich immer wieder erscheinen. Und wann immer jemand in Not ist, werde ich ihm oder ihr helfen. Und wer immer diese Verse der Devi Mahatmyam rezitiert, dem werde ich immer helfen. Und wer auch nur einer einzigen Strophe zuhört und mit Hingabe zuhört oder noch besser sie rezitiert, mit dem werde ich immer von einer Strophe nochmal zuhören. Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvata Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute. Diese Geschichte, bevor ich die Rahmengeschichte zu Ende erzähle, aber diese, auch diese, man kann sagen, die dritte der Untergeschichten der Devi Mahatmyam hat natürlich vielfältige Bedeutung. Man sagt auch, die erste der drei Geschichten ist die Überwindung von Tamas, die zweite ist die Transformation von Rajas und die dritte ist letztlich Sattva. Die Dämonen, die kämpfen gegen die Devas. Und das symbolisiert wiederum, dass man sich bemüht, auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Man bemüht sich und stellt fest, es klappt nicht. Irgendwie kriegen wir es nicht geregelt. Ob das für verschiedene Menschen ist, das was anderes. Für die einen ist es, man schafft es nicht regelmäßig zu praktizieren. Für den nächsten ist es, man schafft es nicht, alle Ernährungs- und Sattva-Regeln zu befolgen. Für den nächsten, es gelingt zwar regelmäßig zu meditieren, sattwiges Leben zu führen, aber Geist ist unruhig. Hockt sich hin für die Meditation, will sagen, Om Namah Shivaya, und zwischendurch denkt man an. Alles, was gewesen ist, alles, was noch sein könnte, alles, was besser nicht wäre, alles, was man falsch gemacht hat, alles, was man eigentlich richtig gemacht hat, aber die anderen das nicht richtig anerkennen. Man überlegt, was andere über einen denken, was sie besser über einen denken würden, was jemand anders gesagt hat, was jemand denken würde. Dass das Wetter besser wäre. Und dass es zu laut ist oder zu leise oder zu warm oder zu kalt oder zu, dass man zu dick ist oder zu dünn zum Meditieren oder dass das Kissen zu groß, zu klein, die Kleidung zu eng oder zu weit oder zu und so weiter. So viel fällt uns alles ein. Und dann beten wir zur göttlichen Mutter und sagen, oh göttliche Mutter, ich krieg's nicht hin. Ich probiere zu meditieren, je nachdem, ob man es überhaupt hinkriegt, sich hinzusetzen oder
ob man es wenigstens hinkriegt, sich hinzusetzen, aber nicht den Geist dazu bringt, sich hinzusetzen. Ich krieg's nicht hin, bitte hilf mir. Und dann erscheint die göttliche Mutter als wunderschöne Frau. Was heißt, es kommt plötzlich irgendetwas sehr Schönes, etwas Liebevolles, etwas nicht Fassbares. Und dieses Wunderschöne, da wollen plötzlich die Dämonen das auch ergreifen. Gut, und dann wird die göttliche Mutter helfen und zwischendurch müssen die Devas auch selbst mitwirken, aber wenn die Devas selbst mitwirken, ist es letztlich in Gestalt von Devis, von Göttinnen. Was auch heißt, auch unsere eigene Anstrengung, die wir unternehmen, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen, ist letztlich nichts anderes als göttliche Gnade. Einer der Schüler von Swami Shivananda und Swami Krishnananda hat das immer wieder betont. Er hat gesagt, nicht wir üben spirituelle Praktiken, sondern Gott spielt Sadhana Lila in diesem Körper. Das heißt, letztlich nicht wir praktizieren, sondern Gott praktiziert uns, praktiziert dieses Spiel des Sadhanas. Und wir können Gott dort spielen lassen, oder Göttin, oder wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Und es geschieht. Aber so eine Mischung, wir sollten uns selbst anstrengen, aber auch erkennen, dass es nicht, selbst unsere eigene Anstrengung ist göttliche Gnade, göttliche Segen, göttliches Wirken. Aber die eigene Anstrengung reicht nicht aus, selbst wenn sie auch göttliche Segen wirken ist. Letztlich, tiefere Erfahrungen kommen als göttlicher Segen und kommen als Gnade. Das gilt es anzuerkennen und dort gilt es demütig zu sein. Als der Raja und der Vaishya, also der Kaufmann und der König, das hörten, das gehört hatten, waren sie ergriffen von tiefem Bhakti, tiefer Hingabe zur göttlichen Mutter. Sie verstanden jetzt, warum ihr Geist so war. Und sie übten Devi-Pujas, also Verehrung der göttlichen Mutter. Sie übten intensiv Asanas, Pranayama, Meditation, wie vorher auch, rezitierten Mantras, wie vorher auch. Aber anstatt jetzt zu denken, dass sie das selbst erreichen müssten, machten sie das mit großer Hingabe. Ist auch wichtig. Viele Menschen fangen an mit Yoga und so weiter und praktizieren so mehr mit eigener Anstrengung. Und ganz am Anfang ist der Reiz des Neuen und dann fällt es relativ leicht, in einer Yogastunde konzentriert zu sein. Gut, in der Meditation ist etwas anders, da tun die Knie weh, der Rücken weh, die Schultern weh. Da denkt man, es ist nicht ganz so tragisch, geht irgendwann vorbei. Wenn es an den Geist kommt, stellt man fest, das ist ein bisschen schwieriger. Aber irgendwann stellen wir fest, ja, eigene Bemühungen reicht nicht aus, mechanisches Üben erst recht nicht. Oft hat man dann diese Phase von mechanischem Üben, wo man irgendwie sagt, es tut ja schon irgendwie gut, ich krieg's zwar nicht hin, dort tief zu gehen, aber der Tag verläuft anders, wenn ich morgens 20 Minuten meditiere. Es ist anders, schöner, irgendwie besser. Zwar die Meditation ist nicht tief, aber Hauptsache ich meditiere, dann anschließend ist der Tag anders. Oder auch beim Pranayama stellt man vielleicht fest, ja, Konzentration ist auch nicht so gut, wie wenn es jemand anleiten würde, außer nur wenn es Lehrer XY anleitet, dann bin ich wirklich konzentriert. Wenn es Lehrer YZ ist, ist es nicht so gut. Warum kann nicht Lehrer XY jeden Morgen unterrichten? Und warum? Und so weiter. Und dann macht man es halt trotzdem allein und stellt dann fest, es ist nicht so effektiv. Aber trotzdem, Tag verläuft anders, man hat mehr Prana, Meditation ist anders und man fühlt mehr Segen und alles ist irgendwo besser. Und dann, irgendwann sagt man aber, reicht doch nicht aus. Ich will doch Gott erfahren. Nicht ausreichend, dass einfach durch die Praktiken es irgendwo mir ein bisschen besser geht. Ein bisschen gesünder, ein bisschen energetischer, ein bisschen entspannter, weniger gestresst. Ich will doch Gott erfahren. Und dann beten wir tief. Und das machten eben jetzt der Vaishya und der Raja. Übten die gleichen Praktiken wie vorher, nur jetzt mit großer Hingabe. Und sie übten intensiv und dann erschien ihnen Durga. Und die Durga erschien dem Raja und die Durga erschien dem Vaishya. Und sagte dann dem Raja,
Willst du irgendetwas? Gibt es einen Wunsch, den du hast? Kann ich dir irgendwo helfen? Und der Raja vergaß all seine spirituellen Vorsätze. Stattdessen sagte er, möge ich doch zurückkommen in mein Königreich und möge ich ein Königreich ohne Gegner haben. Und die Devi lächelte und sagte, so sei es. So konnte der König zurückgehen in sein Königreich. Die Minister waren so froh, dass er zurückkam. Sie verneigten sich vor ihm und baten um Vergebung. Und der König gelang es, das Königreich wieder zu ordnen und zu einem florierenden Königreich zu machen. Und so regierte er glücklich und zufrieden, bis er starb. Und dann anschließend, weil er ja so viel praktiziert hatte, stieg er in höhere Welten auf und wurde der Manu eines künftigen Zeitalters. Also der Herrscher über ein ganzes Zeitalter. Und wurde dann Savarni, der Manu. Also noch viele tausend Jahre, die er nicht die volle Verwirklichung erreichen konnte. Neuen Job hat er gekriegt. Königreich zwar ohne äußere Gegner, aber so ein Zeitalter zu regieren, wird auch nicht so einfach sein. Ich hoffe, er vergibt mir. Der Vaishya, als ihm die Devi erschien, der sagte, O Göttin, ich will nur eines, Samadhi, höchste Verwirklichung, nichts anderes. Ich habe erkannt, dass alles andere vergänglich ist. Bitte, gib mir das Höchste und das Absolute. Und die Devi lächelte und sagte, du wirst das Höchste, das Absolute bekommen. Aber dein Karma ist noch nicht zu Ende. Geh auch du zurück zu deiner Familie. Deine Kinder und deine Frau werden dich mit Freude wieder empfangen. Du wirst aber regelmäßig in der Meditation ins Überbewusstsein gehen. Lebe als lebendig Befreiter, als Jivan Mukta. Hier steckt auch wieder eine sehr wichtige Lektion drin. So wie immer wieder gibt es solche Geschichten, zum Beispiel irgendwo Arjuna bat mal Krishna um Hilfe und Krishna sagt, du kannst entweder mich haben, aber ohne, dass ich irgendwas sonst mitnehme, oder du kriegst meine gesamte Armee. Was willst du? Und Arjuna sagte, O Krishna, ich will nur dich allein. Und er bekam dann Krishna, aber nicht nur Krishna, sondern sich durch Krishna konnte Arjuna auch gewinnen. So sagt auch Jesus, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes, dann wird euch alles andere auch zufallen. Das ist dann auch eben das Schöne, auch der Vaishya, erreicht die höchste Verwirklichung. Aber auch er kommt zu seiner Familie zurück. Der König kommt zurück zu seiner Familie, alles gut, aber erreicht nicht gleich die Verwirklichung. Im Gegenteil, hat er neues, großes Karma. Aber man kann sagen, auch das ist jetzt nicht Schlechtes, denn irgendjemand muss ja der Mann sein. Und wenn das jemand ist, der ganz besonders hingebungsvoll war, der schon vorher für ein gutes Königreich regiert hat, umso besser. Und hier gilt es, sich auch bewusst zu sein, spirituelle Praktiken können einem viel auf vielen Ebenen bringen. Wir können mehr Ausstrahlung haben, die wir auch in vielerlei Hinsicht nutzen können. Wir können auch Zugang finden zu Astralwelten, zu Prana, zu allem Möglichen. Und immer wieder werden solche Versuchungen uns auch aufgetan. Und dann gilt es zu unterscheiden zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst und zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen.
Alles Äußere ist irgendwo vergänglich und selbst Himmelsfreuden sind vergänglich. Da sollten wir nicht zu viel Wert drauf legen. Zwar kann das Vergängliche uns helfen, zum Ewigen zu kommen. Und umgekehrt, wenn wir uns im Ewigen verankern wollen, haben wir in dieser vergänglichen Welt Dharmas Aufgaben und gilt es, unserem Dharma gerecht zu werden. Erinnert euch an die erste der drei Geschichten. Einfach sich nur in Spiritualität zu verlieren, ohne die Aufgaben zu tun, ist nicht die Lösung. Aber das Ewige ist das, wo wir hin wollen, und das sich Ändernde, das Vergängliche, da liegen zwar Aufgaben, aber dort sollten wir uns nicht dran verhaften. Das Selbst und das Nicht-Selbst, alles Äußere, was wir haben, wird uns nicht dauerhaft glücklich machen. Und nur nach dem Äußeren zu streben, wird uns nicht glücklich machen. Auch unser Körper wird nicht dauerhaft so sein, wie wir ihn gerne hätten. Viele werden sagen, er ist jetzt schon nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Zu dick, zu dünn, zu viele, zu wenige Haare, zu krank oder wie auch immer. Nicht ausreichend flexibel oder hyperflexibel. Der Körper haben wir nicht, ist nicht so, wie wir ihn hätten. Und wenn er mal so ist, wie wir ihn hätten, ist er so nicht dauerhaft. Auch unsere Psyche ist nicht so, wie wir sie gerne hätten. Und wenn sie mal so ist, wie wir sie gerne hätten, ist sie nicht dauerhaft so. Wir sind weder Körper noch Psyche. Und so gut es so wichtig ist im Yoga, ist, dass wir daran arbeiten, unseren Körper gesünder zu bekommen, unsere Psyche irgendwo zur Harmonie zu bekommen. So wichtig ist es letztlich nicht. Der Versuch, den Körper vollkommen zu machen, ist nicht mit Erfolg gekrönt. Auch wenn Menschen, die neu anfangen mit Yoga und intensiv werden, vielleicht die Erfahrung machen, nach einem halben Jahr fühlen sich 5 bis 10 Jahre jünger, aber 10 weitere Jahre fühlen sich dann doch wieder älter. Und so viel wir tun, um unsere Psyche irgendwie positiver zu machen, die Psyche hat ihre Grenzen. Deshalb zu sagen, der Sinn meines Lebens ist die Vollkommenheit des Körpers, die Vollkommenheit der Psyche. Wir arbeiten daran, um dann jenseits dessen zu gehen, um zu dem zu kommen, was wir wirklich sind, und das ist Satchit und Ananda. Und wiederum gilt es, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Von einem höheren Standpunkt aus, die Welt, wie wir sie jetzt erleben, ist letztlich ein Traum. Ein Traum von Brahma, dem Schöpfer, oder ein Traum der Devi, der göttlichen Mutter. Lila, göttliches Spiel. Nicht wirklich, wirklich. Das Einzige, was wirklich, wirklich ist, ist Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist letztlich auch das Bewusstsein, welches diese ganze Welt schafft. Letztlich dieses Stück Papier besteht nur aus Bewusstsein. Diese Uhr besteht aus, ich lasse jetzt mal so, aus Bewusstsein. Und der Elefant hier auf der Bühne besteht aus, der Große hier vor dem Altar, aus Bewusstsein. Seht ihr nicht? Und wenn wir aufwachen aus dieser Welt, dann ist all das, was ihr jetzt seht, genauso wirklich oder unwirklich wie der Elefant, der hier groß, majestätisch vor der Bühne steht. Aber etwas wird sein, egal im Wachzustand, also im wirklich erwachten Zustand und diesem Wachtraumzustand und im eingebildeten Zustand, Elefanten auf der Bühne zu sehen, das höchste Selbst, unsere wahre Natur. Dieses wollen wir erfahren, aus diesem heraus wollen wir handeln. Das wollen wir verwirklichen. Und alles, was wir sonst erfahren und tun, hilft uns, dorthin zu kommen oder nehmen wir als Aufgaben, an denen wir wachsen können. Und wir erledigen sie so gut, wie wir können, im Bewusstsein. Letztlich, Aham Brahmasmi, ich bin Bewusstheit an sich.